Von der bisherigen Kennlernphase in dieser Unterrichtsstunde erfahren die Schüler nun turnerisch-technische Elemente in Verbindung mit dem Kasten und probieren sie aus. Zu diesen Elementen gehören zum Beispiel eine Rolle, ein Rad, eine Radwende, eine Mühle und eine seitliche Drehung auf dem Kasten. Die Voraussetzung bei dieser Bewegungsaufgabe ist das Beherrschen der turnerischen Elemente auf den Bodenmatten. Die Hilfestellung ist hier von äußerst wichtiger Bedeutung, denn beim Ausprobieren sollte kein Schüler schlechte Erfahrungen machen. Ein Unfall hierbei wäre ein enormer Rückschlag in Bezug zur bisherigen Stunde. Schließlich haben sie sich zuvor erst erfolgreich mit dem Kasten angefreundet. Der Lehrer hat die Aufgabe, die Bewegung zu beobachten und bei Bedarf Tipps zu geben oder helfend einzugreifen. Hier empfiehlt es sich pro Schüler erstmal ein, anstatt alle Tonelemente auszuprobieren. Eine weitere Hilfe außerdem ist die Wegnahme eines bzw. von zwei Kastenteilen, um die Höhe und die damit verbundene Verletzungsgefahr zu reduzieren.